Hallo, mein Name ist Bernhard. Ich bin Fahrlehrer der Fahrschule Alpenland und ich erkläre euch jetzt das Einparken. Alles klar? So, die erste Übung ist die Parklücke, das sogenannte Parallelparken. Ausgangsposition für diese Übung ist ca. 0,5 Meter parallel zum rechten Straßenrand. Ich fahre dann so lange zurück, bis ich die erste Stange im Fenster, im kleinen Fenster, im Rückfenster sehe und lenke dann noch rechts ein. Vor 45 Grad und fahre sich rückwärts, drehe schnell Anhubumdrehungen in der Bewegung die Räder gerade und fahre so lange zurück, bis mein Hinterreifen kurz vorm Asphalt Ende ist und lenke dann schnell nach links. Die zweite Übung ist das Einparken in die Garage. Wir stellen uns, Ausgangsposition ist ca. 1,5 Meter am linken Straßenrand parallel. Danach fahre ich zurück, rückwärts mit gerade eingeschlagenen Rädern, so lange zurück, bis ich die zweite Stange im kleinen Fenster hinten sehe. Danach beginne ich nach rechts zu lenken. Ich beobachte rechts die Stange, ob mein Heck vom Fahrzeug bei der Stange vorbeigeht. Und achte auch auf die linke Stange, dass ich mit der linken Seite nicht die Stange umwerfe. Und dann auch, wenn ich mit dem Fahrzeug gerade in der Garage stehe, fahre ich rückwärts ein, bis das Fahrzeug vollständig in der Garage eingepackt ist. Wichtig beim Einparken ist, langsam fahren mit dem Druckpunkt der Kupplung, Blicktechnik und schnell lenken. Und wenn es beim ersten Mal nicht gleich klappt, nicht aufgeben. Jetzt bei der Prüfung 3 Versuche für jede Übung.